So, jetzt kommt das Lied Barfuß durch den Sommer. Bin ich eine Sängerin? Barfuß durch den Sommer. Barfuß durch die Sommer. Du sprichst Deutsch? Ich nicht spreche Deutsch, nicht so fließend. Ich spreche Italienisch. Malaga-Eis. Und ist das jetzt ist müde? Geht jetzt ins Bett? Sehr müde. Und träumt was Schönes? Müde. Und werde ins Land der Träume, auf die Astralebene sozusagen reisen. Ja. Ja, und sie hat während des Auftritts, das muss ja auch erwähnt werden, mit offenem Mund gesungen. Nein, und dabei mit offenem Mund auch gesungen. Ja, kann ich gar nicht. Und dabei eine Fliege verschluckt. Ja, und das muss man dazu anbei erwähnt haben, weil wenn man das nicht erwähnt, dann weiß man natürlich auch nicht, was für großen Strapazen ich ausgesetzt bin, wenn ich mich hier auf die Straße stelle und alles gebe, was in mir steckt. Auch eine Fliege, wenn es sein muss. Und wie bist du zum Singen gekommen? Also wie ich zum Singen gekommen bin. Was lacht sie schon wieder? Dusche. Dusche, unter Dusche kann man auch singen. Ich dachte, Tatsache habe ich sehr viel unter der Dusche oder beziehungsweise ich singe jedes Mal unter der Dusche. Und weil man da steht. Weil das einfach wundervoll ist. Und auch wunderbar. Energetisiert, man ist direkt, oh, toll, man freut sich auf den Tag. So, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie man zum Singen jetzt gekommen ist. Du komponierst ja Lieder selber. Das finde ich jetzt spannend. Als ich 4 Jahre alt war, 4 Jahre jung, damals, da war ich... zu viel. Als ich 4 Jahre alt war, stell da habe ich meinen vor. Ersten... Genau, ich bin Vivian Stern, 29 Jahre jung. Und war irgendwann mal 4 Jahre. Einst war ich 4 Jahre alt und da hatte ich meine erste sozusagen schauspielerische Rolle im Kindergarten und habe da die Hauptrolle bekommen. Da war ich total stolz und glücklich und habe das erste Mal so mit meiner Stimme in der Öffentlichkeit gesungen, sag ich mal, für Menschen. Das hat mich so bewegt und auch die Menschen, dann der Widerhall, der kam, hat mich nochmal zusätzlich bestärkt. Ja, ich komme mal näher. Ja. Hat mich nochmal zusätzlich bestärkt. Ja, wir verstehen uns. Alles gut. So, dass ich dann wirklich, ich habe richtig gespürt mit allem, mit meinem Körper, Geist und Seele, dass das das ist, was ich mein ganzes Leben lang machen werde. Singen, Musik, all das. Und seitdem verfolge ich diesen Traum oder beziehungsweise ein Ziel, wobei der Weg vielmehr das Ziel ist an sich, weil für mich all die Dinge, die ich auf dem Weg lerne, wirklich so transformierend waren oder sind, dass einfach der Weg so wertvoll für mich ist, dass ich gar nicht sagen würde, das Ziel ist jetzt irgendwie besser. Ich freue mich natürlich, wenn ich meine Musik an die Menschen bringe. Das ist mein größtes Herzensziel. Und mein Herzenswunsch, was ich mir von ganzem Herzen nicht nur wünsche, sondern jetzt auch in die Tat umsetzen werde, ist meine Musik mit den Menschen teilen. Und genau, das tue ich ja jetzt schon, aber dann letzten Endes auch sozusagen Fußabdrücke in den Gefilden der Musikindustrie hinterlassen. Und wann kommt die erste CD raus? Das kann ich noch nicht genau sagen, weil da möchte ich ganz mit meiner Intuition gehen. Das ist mir sehr wichtig mittlerweile, was ich auch über diesen Weg gelernt habe. Also durch diesen Weg, auf diesem Weg. Und also wenn es soweit ist, dann werde ich das auf allen sozialen Netzwerken überall preisgeben im Internet. Genau. Und das ist dann die Sängerin auf dem Cover unter der Dusche gesungen hat und in der Fußgängerzone in Hannover. Barfuß. Der Blumentanz. Ihr Markenzeichen Barfuß, Auftritt in Barfuß. Naja, Markenzeichen, ich will immer frei sein, auch wieder mich zu wandeln und weiterzuentwickeln. Das heißt, also ich meine, was gibt es weiterentwickelter als Fußfreiheit? Ja, stimmt. Aber manchmal hat man vielleicht auch Lust, sich was anzuziehen, wo man einfach gerade Bock drauf hat. So. Und, ja, haben wir vorhin gesehen, rote Schuhe, ne? Genau. Wenn einem was gefällt, dann kann man das ja auch anziehen. So, das ist halt, ne? Jeder kann machen, was er will und die Welt ist frei. Es ist schön, wir haben so viele Gestaltungsmöglichkeiten, Kreativität in unseren Köpfen. So, jetzt kannst du aber ins Bett gehen. Ne? Dankeschön.
So, jetzt kommt das Lied Barfuß durch den Sommer. Bin ich eine Sängerin? Barfuß durch den Sommer. Barfuß durch die Sommer. Du sprichst Deutsch? Ich nicht spreche Deutsch, nicht fließend. Ich spreche Italienisch. Malaga-Eis. Ja, das nennt man nun Soundcheck.